Da sind wir wieder. Okay, der Dragonfire hat mir nochmal den Hinweis gegeben, dass ich wieder zurück ins Museum muss. Dann gehen wir nochmal zurück ins Museum. Und schauen uns da nochmal um, wenn es hier noch was gibt. Und gute Nacht, Dragonfire, an dieser Stelle. Ich muss mit dieser Info hier wieder zurück, sagt er. Verzeihung. Moment, stimmt, ich könnte ja nochmal mit ihm hier reden. Können Sie mir weitere Informationen über das Dreibein geben? Sicherlich, Monsieur. Es ist berüchtigt, jawohl. Dieses Dreibein... Das kennen wir schon. Was ist so aufregend? Die war der berühmteste Kontortionist des 16. Jahrhunderts. Ja, okay. Das sind alles so Informationen, die haben wir schon mal bekommen. Die haben wir schon mal bekommen. Dann rede ich nochmal mit ihm hier. Hi, André. Hallo, George. Aber da können wir nichts machen. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Und das Ding kann ich auch nicht aufmachen hier, ne? Doch, kann ich. Wenn er nicht guckt. Oh Mensch, da muss man echt mal drauf kommen, ne? Was ist damit jetzt hier? Wir schließen jetzt, Monsieur Lobineau. Schon? Der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Mehr als genug für mich. Ich kann es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und die Füße hochzulegen. Eh bien, dann bis morgen. Gute Nacht, Monsieur. Ah ja. Die kommen einfach durch die Vordertür rein, oder was? Hör mit dem Blödsinn auf, du Idiot. Schieb deinen Arsch hier rüber und bring die Taschenlampe mit. Okay, wir können, denke ich mal, dieses Ding hier... Moment. Wir speichern wir nochmal eben kurz. Und... Okay, wir können ihn nicht bewegen. Wir wissen, dass dieses Ding hier... Was zum... Wer ist da? Los, nix wie raus hier. Hä? Ich hab das doch gar nicht berührt, glaube ich. Was ist das denn jetzt für eine Nummer? Was ist denn jetzt passiert? Als ich aufwachte, war ich auf der Polizeistation. Und glücklicherweise konnte ich Rosso davon überzeugen, dass ich unschuldig war. Armer George. Was für eine Schweinerei. Ich habe alles vermasselt. Glaube ich nicht. Du hast gute Arbeit geleistet, indem du die beiden Gauner abgelenkt hast. Ja, aber der Killer ist mit dem Dreibein entkommen. Nein, ist er nicht. Er ist nicht der Einzige, der sich verkleiden kann. Du meinst, du hast das Dreibein gesehen? Ich wollte schon sagen, das war eine Frau. Teufel, Nico, ich hätte erschossen werden können. Diese Trottel hätten sich wahrscheinlich an die eigenen Füße geschossen. Ich wünschte, du hättest mir von deinem Plan erzählt. Wir stecken alle beide da drin. Und wieso hast du dich wie eine Pantomimenkatze verkleidet? Sei jetzt bitte nicht eingeschnappt, Georgie. Ah, Mist. Und nenn mich nicht Georgie. Ich dachte, du würdest dich freuen. Schließlich haben wir das Dreibein. Ganz toll. Ganz toll. Okay, oh, gut. Übrigens, André Lobineau hat mich besucht. Oh ja, es macht dir doch nichts aus, dass ich ihm deine Adresse gegeben habe. Keineswegs. Es war schön, ihn wiederzusehen. Er ist fast übergeschnappt, als ich ihm die Schriftrolle gezeigt habe. Es passiert nicht oft, dass er sich so aufregt. Er hat das Ritterwappen abgemalt, um es mit ins Museum zu nehmen. Ich hoffe, er hat die Familie ausfindig gemacht, die das Wappen trägt. Das hoffe ich auch. Ja gut, können wir jetzt mit dem Dreibein und dem Kristall irgendwas machen? Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Moment, ich will erstmal. Vielleicht doch nicht. Hey, aber das war doch auf dem Bild so. Vielleicht doch nicht. Das war doch auf dem Bild so zu sehen. Was soll denn das? Na gut, dann bewegen wir uns mal nach Montfaucon und freuen uns eines Clowns. Wer bist du denn?
Verzeihen Sie, Wachtmeister. Ach, Wachtmeister soll das sein. Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers. Nur, dass sie 1312 exkommuniziert worden sind und gleich zu Dutzenden gehängt wurden. Genau hier auf diesem Platz. Aber hallo, was man heutzutage so alles an der Polizeiakademie lernt? Non, Monsieur. Ich habe es einfach von der Tafel da oben abgelesen. Na, sehr schön. Müssten Sie jetzt nicht irgendwo den Verkehr regeln oder sowas? Sie haben doch bestimmt den Pariser Verkehr gesehen, no? Klar, und? Ich könnte jetzt also diesen Verkehr regeln, den gefährlichsten zwischen hier und Rom. Oder ich kann hier sitzen, die Sonne, die Architektur und diesen durchschnittlichen Sauvignon genießen. Wofür würden Sie sich entscheiden? Klar, aber ich bin auch kein Polizist. Gibt es denn kein Pflichtgefühl mehr? Eine ganz exzellente Frage, Monsieur. Das kann echt nicht Wir wahr sehen sein. Uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Absolut frech. So, ich weiß nicht, ob wir den... Moment mal. Nee, das ist nicht vor Sacré-Cœur, ganz sicher nicht. Das wüsste ich. Das sieht nämlich nicht danach aus. Ah, aber hier... Oh, hier ist ein Gullideckel. Wir könnten wieder zurück in die Kanalisation. Hey, hey Sie, was haben Sie da zu suchen? Lassen Sie gefälligst den Deckel in Ruhe. Sofort. Tut mir leid, war nicht böse gemeint. Bleiben Sie da bloß weg. Hm. Wäre ja lustig. Oh. Ein Pantomime. Quatsch, ein... Hey, du da mit den Bällen. Ui. Es wäre ungerecht, jemanden die Handfläche zu verbrutzeln, der sich durch seine geschickten Hände ernähren muss. Oh, das wäre doch lustig geworden. Ist doch eh nur ein Clown. Wie haben Sie gelernt, so zu werfen? Werfen? Was ist das Werfen? Wie geht das? Na das, was Sie da machen. Werfen mit Bällen oder Keulen oder so. Das ist kein ordinäres Werfen, das heißt Jonglieren. Jonglieren? Was heißt das? Mon Dieu, ein Jongleur ist ein Künstler, ein Meister der Antischwerkraft und Eingeweihter der Aero-Ballett-Mysterien. In den vergangenen Jahrhunderten hatten alle Höfe der gekrönten Häupter Europas ihre eigenen Jongleure. Geistreiche, belesene Männer, an die sich die Monarchen in der Stunde der Not wandten. Was haben Sie getan? Moment mal, sehe ich das so richtig? Unsere Feinde stehen an den Grenzen des Reichs, Seuchen verwüsten das Land und die Bauern revoltieren. Was für ein Glück, dass wir Chuckles haben, der seine Bälle durch die Gegend wirft. Schätze nein. Den finde ich gut, den muss ich mir merken. Dieses Jonglieren sieht eigentlich ganz leicht aus. Oh nein, nicht wirklich. Eigentlich sieht es gar nicht leicht aus, oder? Vielleicht glauben Sie, Sie könnten es besser? Ich versuch's mal. Bedienen Sie sich. Na dann. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das geht. Machen wir uns zum Horst. Aber da dieser Typ offensichtlich ein Idiot ist, kann es ja wohl nicht so schwer sein. Andererseits ist es doch schwerer, als es auf den ersten Blick aussieht. Erheblich schwerer. Aber immerhin ist das meine große Chance, einmal von völlig Fremden verspottet zu werden. Doch nicht so einfach, wie? Nein, sieht nicht so aus. Tagchen. Kannst du mir noch mal ein bisschen mehr sagen? Ui, was wollen Sie diesmal? Ich will was über die Tempelritter hören. Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers? Ah, Ihr letzter Großmeister Jacques de Molay wurde verbrannt. Und zwar auf einer Insel in der Seine, im Jahre 1314. Hey, solide Bildung für einen Jongleur. No, Monsieur. Ich habe das von der Tafel da drüben abgelesen. Okay, dann lese ich jetzt auch nur noch diese scheiß Tafel, wenn hier jeder nur diese Tafel ablesen kann. Bis später. Au revoir, Monsieur. So, was ich habe mit nicht euch? Die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. Okay, dann rede nicht mit dem Publikum, dann geh hier rein. Eine Kirche, juhu. Ein Glück, dass wir noch nicht in Flammen aufgegangen sind. Guten Tag, George Stobbart von Galileo Mystery. Entschuldigt, Pater. Pardon? Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Aber sehr gerne, Monsieur. Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen zu helfen. Was wissen Sie über die Tempelritter? Wenn Sie sich dafür interessieren, sind Sie hier genau am richtigen Ort. Viele von Ihnen wurden auf dem Platz draußen hingerichtet.
eine Schande für Frankreich. Aber der Papst stand doch voll dahinter. Clemens V. war ein Mann des Mammons, kein Mann Gottes. Das ist aber ein ziemlich kesser Spruch für einen Priester. Finden Sie? Es lässt sich nur so schwer feststellen, was wirklich passiert ist. Das war vor so langer Zeit. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Das ist keine Arbeit, Monsieur. Das ist eine Berufung. Ich helfe Pater Flambert jetzt seit fast 6 Monaten. Auch schon so lang? Dann nehme ich an, dass Sie nur wenig über die Geschichte dieser Kirche wissen. Stimmt, nur sehr wenig. Der Kerzenständer glänzt ja wie neu. Ah oui, alles, was nicht das bestmögliche Resultat darstellt, wäre eine Beleidigung des Allmächtigen. Das stimmt wohl. So habe ich das noch nie gesehen. Weiß nicht, ob der uns irgendwie hier weiterhelfen kann. Haben Sie diesen Mann schon einmal gesehen? No. Ich habe ihn noch nie gesehen. Noch gar nie. Ich habe ein echt mittelalterliches Dreibein. Monsieur, Sie sind eine wandelnde Schatzkammer. Na gut. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Vielleicht müssen wir uns hier erstmal ein bisschen umgucken, bevor wir ihn auf irgendwas ansprechen können, was für uns notwendig sein oder wichtig sein könnte. Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Am unteren Rand der Scheibe sehe ich einen Haarriss. Ich weiß nicht, um welche biblische Geschichte es geht. Ich habe immer Käsekästchen gespielt im Religionsunterricht. Auch das kenne ich irgendwoher. Eine Schriftrolle ist ein Symbol der Gelehrsamkeit, das weiß ich. Ein gelehrter Ritter, das erinnert mich an etwas. An etwas, das mir sehr spanisch vorkommt. Also mich erinnert es irgendwie an nichts gerade. Aber ich merke auch, dass ich die Müdigkeit wieder bei mir... Ein Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Eingravierte Bibelzitate sollen ihn auf seinem Weg in die nächste Welt sicher geleiten, schätze ich. Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. Aber jetzt, glaube ich, haben wir ein paar Informationen gesammelt, um den Priester noch mal ein bisschen auszuquetschen. Abermals einen guten Tag, Pater. Bonjour, Monsieur. Wie schön, sich wieder mit euch zu unterhalten. Ist das Fenster rechts noch das Original? Oui, Monsieur. Schön, danke. Wunderbar, dass ich jetzt noch so viele Informationen bekomme. Krass. Heftig. So viele Dinge zum Anklicken und so viele Informationen gesammelt dabei. Hammergeil. Hallo. Hallo, Monsieur. Okay, bei dem geht es auch nicht weiter. Dann lasst uns mal gucken, ob wir nochmal... Können wir nochmal ins... Ja, wir können nochmal ins Musée Grün rein. Und da sitzt der gute Typ. Immer noch. Hi, André. Hallo, George. Hey, ich habe Nicoles Wohnung einen Besuch abgestattet. Ja, sie hat mir von ihrem Besuch erzählt. Mann, oh Mann, das ist ein Fang, Georgie Boy. Sowas habe ich nicht erwartet, sowas so sexy. Ich hoffe, Sie sprechen von der Schriftrolle. Mary, natürlich. Was meinen Sie zu der Handschrift? Sie dürfte auf die Zeit der Kreuzzüge zurückgehen. Das haben wir uns auch gedacht, wegen des Templersiegels. Es ist eine Bildergeschichte, wie die modernen Comics. Ja, dann erzähl mir doch was von der Bildergeschichte. Was erzählt die Geschichte in der Schriftrolle? Das weiß ich nicht. Sie wurde wahrscheinlich für den Touristenmarkt gemacht. Touristen? Oh ja, Pilger, tausende davon auf ihrem Weg nach Jerusalem. Das Geschäft mit dem Tourismus ist nichts Neues, wissen Sie. Das gab's schon seit Hunderten von Jahren. Angefangen mit Josua, der sich mit dem Verkauf von Steinen aus den Mauern von Jericho eine goldene Nase verdient hat. Haben Sie ein paar der Bilder aus der Schriftrolle entschlüsselt? Es gibt nicht viel, woran ich mich halten könnte. Die Schlachtung des Stiers könnte ein Hinweis auf Mithras sein. Wer ist das? Ein persischer Gott. Fast so populär wie Christus damals. Das Einzige, worüber ich mir sicher bin, ist der Ritter. Er ist Spanier. Woher wissen Sie das? Die Aufschrift auf dem Schild, der Hinweis auf Ave Maria. Kein nordeuropäischer Ritter, der etwas auf sich hielt, hätte so ein Wappen getragen.
Können Sie das Wappen des Ritters identifizieren? Das habe ich schon, George. Er ist ein Mitglied der Familie des Vasconcelos von der Costa Calida. Waren Sie berühmt? Nein, nach dem 15. Jahrhundert tauchen Sie nirgendwo mehr auf. Oh. Das Rad der Geschichte bewegt sich weiter. Sie sind vermutlich seit langem ausgestorben. Hm. Aber das sind ja auch schon mal gute Informationen. Es könnte nach Spanien gehen. Da wäre ich auch gerne. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Ein bisschen geholfen müsste das eigentlich auch haben. Hm. Ich meine nochmal hier nach Montfaucon. Ja, komm. Warum auch nicht? Weil hier muss noch irgendwie ein bisschen mehr sein. Gehen wir doch einfach über unser gesamtes Inventar. Wissen Sie, was das hier ist? Aha. Ihr Amerikaner mit euren verfluchten Nasenzückerchen. Ich habe die Frauen von Hollywood gelesen. Ich weiß alles darüber. Wenn Sie versuchen, das Zeug hier zu schnupfen, dann mauern Sie sich aber Ihre Nebenhöhlen zu. Das ist echter Stuckgips. Wirklich? Gott sei Dank. Einen schrecklichen Moment lang hatte ich befürchtet, ich müsste wirklich jemanden verhaften. Hallo, der Papierkram. Sie haben ja keine Vorstellung. Was wissen Sie über die Tempel? Oh, shit. Les Templiers und gleich... Aber... Non. Den Teil hatten wir schon, das hatten wir auch haben schon. Haben Sie diesen Mann... Non. Ich vermute ein Internet... Oh. Mehr haben Sie nicht zu sagen? Nur O? Ich habe nur gerade überlegt, ob ich Ihnen sagen sollte, dass ich Sie für einen international tätigen Paranoiker halte. Aber das erschien mir dann doch ein wenig unhöflich. Naja, ganz so paranoid sind wir nicht. Sagt Ihnen diese rote Nase irgendwas? Ah, Sie sind ein Clown. Sehe ich aus wie ein Clown? No, obwohl Sie wie einer jonglieren. Also, wenn ich gewusst hätte, dass Sie ein Clown sind, dann wäre das ja amüsant gewesen. Und keine solche Blamage für Sie. Was soll das heißen? Haben Sie schon mal von einem Clown in normaler Straßenkleidung gehört? Irgendwo war das ein gutes Argument. Sie wollen also sagen, wenn ich mit einer roten Nase schlecht jongliere, bin ich der König der Komiker. Aber wenn ich ohne Sie schlecht jongliere... Dann sind Sie ein, wie sagt man, jämmerlicher Stümper. Genau das, oui, Monsieur. Sie haben es verstanden. Wie fies. Wie absolut fies. Wie gefällt Ihnen dieses Tuch voller Schminke? Entzückend. Möchten Sie auch ein paar von meinen benutzten Taschentüchern sehen? Zum Teufel nein. Dann packen Sie bitte auch Ihres weg, ja? Möchten Sie mir vielleicht die Hand... Ich kann mich selbst gerade noch rechtzeitig stoppen. Einem Bullen einen Elektroschock zu verpassen, wäre nicht sehr klug. Wahrscheinlich würden die ihre Bastille wieder aufbauen, nur um mich reinzuwerfen und dann den Schlüssel wegwerfen. Einen wunderschönen guten Abend, Meerboden Salma. Meine Güte, was machst du denn so spät noch hier? Wissen Sie, was das hier ist? Ein Kanaldeckelschlüssel. Können Sie mit diesem Streichholzbriefchen irgendetwas anfangen? Das Muster sieht nach Mittlerem Osten aus. Schauen Sie sich das hier mal an. Ah, ein Elektriker. Wofür halten Sie das hier? Für ein Blutdruckmessgerät. Also ganz auf den Kopf ist der Typ zumindest schon mal nicht gefallen, das ist gut. Schauen Sie sich diesen Edelstein an. Was halten Sie davon? Geschliffenes Glas? Oh nein, der ist echt. Was für ein Verrückter würde denn rumlaufen und den Leuten mit einem unbezahlbaren Edelstein unter der Nase herumfuchteln? Also ist das entweder Glas oder ich bin verrückt. Es macht mir keinen Spaß, über diese Alternative allzu lange nachzudenken. Okay, was für ein Point-and-Click-Adventure spielst du denn gerade? Was wissen Sie über die mittelalterliche Eisenverarbeitung? Schauen Sie sich doch mal dieses Schmuckstück hier an. Ein Dreibein, ein Stativ. Wofür? Sie meinen, Sie wissen es nicht? Nein, Monsieur. Und Sie auch nicht, vermute ich. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Okay. Ich werde hier sein. Mit dem bringt's gar nichts. Hey, du da mit den Bällen. Ui?
Interessiert Sie dieser Gips? Naja. Vergessen Sie es. Vergessen Sie, dass ich gefragt habe. Naja. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? No. Okay. Ich möchte bitte nochmal versuchen, die Dinger zu jonglieren. Oh, haben Sie inzwischen einen Schnellkurs belegt? Nein, ich hatte nur eine Eingebung, was die Vorführung betrifft. Pardon? Erlauben Sie mir, es Ihnen vorzuführen. Die Bälle bitte. Wenn Sie sich vollends blamieren wollen, bitte sehr, Monsieur. Okay, und jetzt zu meiner Geheimwaffe. Der Jongleur ist sprachlos vor Zorn. Er hätte jetzt gut als Pantomime auftreten können. Er sammelt seine Bälle auf, ohne ein Wort zu sagen. Hauen die jetzt alle ab? Und geht wutschnaubend fort. Ja. Ich habe einen Ball bekommen. Sie haben einen von den Bällen vergessen, hey! Aber er hört mich nicht. Noch besser, ohne sein Unterhaltungsprogramm. Langweilt sich der Gendarm dermaßen, dass er sogar zur Abwechslung mal ein bisschen Polizist spielen geht. Ah, perfekt. Dann kann ich ja jetzt hier die Kanalisation öffnen. Tschüss, Leute. War schön mit euch. Gucken wir doch mal, was wir da unten so Schönes haben. Bye. Okay. Das sieht doch schon mal... Das sieht anders aus als die letzte Kanalisation. Ein bisschen einladender, nicht so, als würde man hier Leute umbringen die wollen. Die Mauer ist abgebröckelt und falls es mal eine Inschrift gegeben hat, ist sie längst verschwunden. Okay, abgebröckelt. Die Inschrift ist kaum zu entziffern, aber ich erkenne das Wort Templier und irgendwas über Unschuld. Schuld. Mit meinem mittelalterlichen Französisch ist es nicht weit her, aber die paar Worte, die ich verstehe, scheinen auszusagen, dass hier der Galgen stand. Oder so. So, was hat das hier zu bedeuten? Okay, warum genau? Der Haken ruht auf der Kette. Okay, verstehe ich nicht, aber lassen wir jetzt erstmal so. Oh, das ist ja freundlich hier. Oh, das sieht ja auch sehr einladend aus, diese Tür. Ich drücke gegen die Tür, aber sie scheint abgeschlossen zu sein. Abgeschlossen. Abgeschlossene Türen mag ich nicht. Absolut nicht. Hier habe ich auch nichts weiter. Kann ich hiermit gar nichts machen? Der Haken ruht auf der Kette. Wenn ich das nochmal benutze, dann rudere ich das Ganze wieder ein, ne? Ja, genau. Klingt mir herzlich wenig. Und bin auch ehrlich gesagt mittlerweile viel zu platt, um mir noch weiter Gedanken drüber zu machen. Und darum mache ich jetzt lieber Ende. Ah, drück mich mal echt ins Bett.